Bonsoir, Muchachos! Seid herzlich willkommen bei einer weiteren Runde Happy Wheels! Hier zocken wieder Loser Level und wir waren bei Loser Mabossa oder irgendwie sowas. Loser Mabossa Games, genau. Weiter machen wir mit den Loser Weihnachtsmann. Dauert ja zum Glück noch ein bisschen. Hi Mabossa, hier endlich ein Weihnachtsmann Level. Ich glaube, das ist wirklich das erste Weihnachtsmann Level, was es hier an Loser Leveln gibt. Ja, schauen wir mal. Ich weiß nicht mal wirklich, wie man den steuert, weil ich den nie gezockt habe. Ist das richtig? Könnt ihr auch normal laufen? Was ist euer Problem, Mann? Ja, da habe ich zwei Dekos vorne, die können ja gar nicht. Ah, okay. Das ist doch schon einfach die Leertaste spam. Looping ist klar! Oh, das passt aber. Das sind Dekos. Wie kann denn da noch was passieren, wenn... Hä? Ich glaube, da hätte ich schneller sein müssen. Warte mal, aber wie kann man sich denn noch bewegen, wenn die Reittiere denn eigentlich gar nicht mehr da sind? Die waren ja gerade kompletter Matsch. Ja, schon wieder, aber es reicht wohl, wenn er einen Fuß dran hängt. Und... Warte mal, also es hat nur zwei Sterne, es ist wahrscheinlich nicht ganz so einfach. Deswegen machen wir mal weiter. Los, Dekos, rennt! Ey, das sieht echt irgendwie niedlich aus, wie die laufen. Wir machen jetzt mal, vielleicht brauchen wir die ja. Bisschen vorsichtiger. Und jetzt... Flieg! Nicht mal ansatzweise! Das ist doch... Warte mal, kann der auch irgendwie... cooler fliegen? Erstmal spam, spam, spam. So. Egal, wir haben die Dekos schon wieder nicht mehr. Ich schaffe es da nicht rüber. Ist das möglich? Ich weiß es nicht. Wie gesagt, mit dem Weihnachtsmann habe ich zu wenig Skill und zu wenig Erfahrung. Lauft, Marvin! Lauft! Genau, erstmal ein paar Geschenke loswerden. Ist nur Ballast. Und jetzt aber. Ich weiß es nicht. Schreibt mal in die Kommentare, ist das möglich? Ich habe einfach keinen Skill, glaube ich, mit dem Weihnachtsmann. Es tut mir leid. So ein Level 1 Loser Fan, hey, Mabossa, hier ist der zweite Teil des Todesloopings. Deine Körperteile werden jetzt in jedem Level, wenn sie ins Ziel kommen, dich gewinnen lassen. Ach, das kann man einstellen? Ist ja eine geile Sache. So, da haben wir schon wieder ein Deko. Erstmal Wop, der Unglücksbringer. Ciao. So, und jetzt geht's ab, Mann. Und Looping? Yo, was ist das für ein Looping? Geiles Ding, Mann. Komm, Vollgas. Okay, okay, vielleicht kommt ja noch einer. Und ja, es kommt noch einer. Konzentriert bleiben, danach kommt noch einer. Wow, ja. Ja, ist klar. Ich nehme ihn mit, Mann. Vielleicht ist er ja doch kein Unglücksbringer. Der Deko hinten drin. Okay, ist hier Deko. Das war's dann schon mit ihm. Wo ist Deko? Ihm geht's auch noch gut? Please! Okay, vielleicht nicht ganz so schnell. Wir sind einfach sonst zu schnell. Und er kommt darauf... Nicht klar, immer an dieser einen Stelle. Fliegen! Whoa. Ja, haben wir so geschafft. Sehr cool. Und Deko lebt sogar noch. Okay, vielleicht diesmal ein bisschen abbremsen. Die ganze Zeit so ein bisschen nach hinten drücken. Und... Go! Natürlich müssen wir die Punkte schon noch bekommen. Nein, es war so ein guter Anfang! Und dann verliert er den Kopf! Ey, verzieh dich, Deko! Wow! Warte mal. Der ist nicht übrig geblieben. Nichts! Ui, das war knapp. Ich glaube, Deko... cruist immer noch seine Runden. Der ist schneller als wir. Oh, 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 oh. Wie fährt er denn? Du musst schon hingucken, wo du hinfährst. Okay, noch einer. Okay, konzentriert bleiben. Ja, das reicht, oder? Ja. Was? Level hat mir sehr gefallen, super geil, war auch ziemlich anspruchsvoll, wie ich finde. Cooles Ding. So, Deko stinkt. Ah, das ist aber kein netter Name hier, mein Lieber. Reingehauen steht da nur drin. Okay, schauen wir mal. Also ich muss jetzt sagen, dieser Strich da unten, wo Deko steht, also du hast, da hast du die Dödelgröße von ihnen auf jeden Fall gut getroffen. Wen haben wir denn da? Du bist also... Ah, okay, wenigstens bist du noch unter PewDiePie. Gutes Selbstbewusstsein, der Herr. So, ich soll noch jemanden grüßen.
So, bitte grüß Anton, Leon, Sergey und meine Oma. Alle sind gegrüßt. Hui, das war aber ziemlich knapp. Ich muss nicht mal ins Ziel springen. So viel Skill haben wir, dass wir einfach durch die Münzen das gepackt haben. Warte mal, ich will das aber auch nochmal, ich will nochmal ins Ziel kommen. Wir wollen ja nicht dann zu hören bekommen, dass wir dazu zu wenig Skill hatten. Bam. Vielleicht ist es aber so. Komm, ich will da auch so rein. Oh, wir haben das nicht überlebt. No, aber das nicht. Okay. So. Jappa. Sieht gut aus. Und jetzt aber. Was? Wie geht das denn bitte? Oh, war das knapp. Aber das war doch close enough, oder? Das war doch close enough. Wir haben es ja schon mal einmal geschafft. So. Loser Bottle Run von Letro Fame. Hey, mein Bosser. Dies ist ein Bottle Run unschaffbar. Grüße, Paul. Danke fürs Spielen. Paul, Grüße gehen raus. Und Bottle Run. Ja, aber den falschen Charakter genommen hier. So. Erstmal. Warte mal. Achso, aus Hessen. Habe ich noch gar nicht gelesen. Erstmal müssen wir dem Bottle Run Gott müssen wir ein Opfer dargeben. Das ist in dem Fall Deko. Oh, okay. Der ist anspruchsvoll. Das gefällt mir, Mann. Anspruchsvolle Bottle Run. Runs ist genau das, was ich brauche. Okay, muss ich da abbremsen vielleicht? Warte mal, nur ganz soft vielleicht rüber. Und jetzt, jetzt bremst, bremst. Bremst. Wow. Was? Geiles Ding. Hat mir gefallen. Ein bisschen Lack war auch dabei. Am Ende sahen wir nicht mehr ganz so gesund aus. Aber weiter geht's mit Loser Gott-Test. Heimerwasser, teste hier, ob du in Happy Wheels ein Gott bist. Du solltest bei dem Tempo das Hinterrad unten halten und egal, ob nur Körperteile ans Ziel kommen, du hast es trotzdem geschafft. Cool. Also einfacher für mich. Die belgische Flagge haben wir da. Was war das? Das Hinterrad sollte ich unten lassen, ne? Was? Achso, okay. Yo, Pro-mäßig. Hä? Ich weiß nicht, wo ich hin muss, deswegen. Wow! Nein! Oh Mann! Das war ein knappes Ding, Mann. Und go! Ganz ehrlich, diese Olle. Verzieh dich! Ich kann die nicht abschmeißen! Ist ein Problem, oder? Ja. Das ist nicht so einfach wie mit dem Fahrrad. Ist das dein Ernst? Ist das dein Ernst? Komm, nee. Man darf echt nicht hinfallen mit dem Motorrad. Dann ist man am Arsch. Okay. Schaffen wir mal. Juhu! Die Olle hat's geschafft. Wir nicht. Komm, mit Monster. Easy. Easy. Ja, Mann. Ey, das Motorrad, ich habe damit auch keine Erfahrung. Das lenkt sich ja wie Pinocchio ohne seine Holzstiefel. Das ist ja unglaublich. So, hier die Drehung. Oh, Zirkus. Woo! Nein. Nein. Oh Mann, ey. Aber wie gesagt, ich muss es ja nur einmal schaffen. Dann bin ich ja officially als Gott gekrönt worden. So, drehen wir nochmal. Das Motorrad ist doch so crazy. What? Nochmal? Schaffe ich das überhaupt jetzt noch? Komm, nach hinten fahren. Und nach vorne. Das schaffe ich schon gar nicht mehr. Oh je, ey. Das ist echt gerade ein bisschen peinlich, ne? Ich glaube, da kommt nämlich noch ziemlich viel. Ja, das sieht gut aus. Jetzt langsam stabilisieren. Ja. Ja, Mann, endlich. Und weiter geht's. Ist da vielleicht ein Speed-Ding? Wo müssen wir hin? Ich glaube, das ist richtig. Ja, das dürfte richtig sein. Oh, wohin geht's? Ich hab keine Ahnung. Habe ich irgendwas ausgelassen? BAM!
Officially der fucking Happy Wheels Gott. War im Endeffekt dann gar nicht so schwer. Diese eine Stelle, die ich da 100 Mal verkackt habe, die war ein bisschen knifflig, aber sonst alles super. Super geiles Level. Hey Mabossa, hier, das war der zweite Teil des Mabossa Levels. Mach beim Star Jump einen Backflip. Hatte ich das schon mal? Backflip? Nur ein oder zwei oder. Ich glaube, das war nicht ganz richtig. Warte mal, machen wir nur mal einen. So, da stand ja ein. Warte, ich mache jetzt mal keinen. Wahrscheinlich schaffe ich es dann. Dann habe ich hier wieder Trollen hier, ne? Jo, da müssen wir hoch. Okay. Los. Bam. Okay. Das muss man natürlich auch erstmal schaffen. Bin ich hier überhaupt richtig? Hierhin? Wahrscheinlich. Nehmen wir mal einfach hier Vollgas. Timmy oder beziehungsweise Deko. Geht ja noch ziemlich gut da hinten. Und jetzt die Runde drehen. Was ist das? Was zum Fuck war das? Sah aus wie Riesenpimmels. Ich glaube, ich habe verkackt, oder? Nein, habe ich noch nicht. Oh, das ist ein Riesenpimmel. Und ab ins Ziel. Sehr cool. Nur 3 Sterne. Was ist da los? So, ich glaube, da waren wir schon mal. Deswegen machen wir jetzt die neuesten. Und da sind wir jetzt bei Loser Trichter neu von LP mit Niklas Heimerbosser und die anderen. Das ist ein Trichter. Sehr cool. Viel Spaß. Da bin ich ja mal gespannt. Also, hier drauf. Achso, ich glaube, da hätte ich... Was? Okay, drück Z. Machen wir Insta. Machen wir Insta. Ja, drück mich runter. Drück mich runter. Und? Jawohl, wir haben es geschafft. Sehr cool. Bisschen einfach, aber. So, hey, mein Boss und andere, das mein drittes Level und ist zu was auch immer Prozent unmöglich. An Mabossa möchte ich sagen, dass du es bitte trotzdem gut bewerten sollst. Danke. Ich kann leider nicht bewerten. Ich werde es natürlich, ich werde mal schauen. Wenn es natürlich komplett unmöglich ist, dann... das ist ja auch nicht der Sinn der Sache, oder? Was ist denn hier für eine Schwerkraft? Was? Ich kann ja... Was ist denn hier los? Also, man muss es ja wenigstens ansatzweise schaffen, oder? Oder liegt da falsch? Ey, was geht denn da ab? Okay, irgendwann buggen die. Aber ganz ehrlich, man kann auch hier keine Plays machen, weil, guck mal, wie der abgeht. Und die Harpoon, die werden nicht so langsam fliegen. Bam. Bam. Ich glaube, die Schwerkraft ist... Kann man das einstellen, dass sie so crazy ist hier? Oh! Oh! Ho, 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 ho. Natürlich, die Frage ist jetzt, wie komme ich da durch? Ich glaube, das ist wirklich unmöglich. Also, kleiner Tipp, es sollte wenigstens ansatzweise möglich sein. So, hi Mabossa, hier der längste Bottle Run, der für mich möglich ist, von Loserfan. Da bin ich ja mal gespannt. So, ihr wisst ja, Deko wird geopfert. Ey, Opfer! Du Opfer! Komm! Nein! Er macht alles kaputt! Ah, wir haben ihn! Wir haben ihn! Guck mal, was das für Skills sind, Mann! Mit einem Bein, Mann! Geht das echt nicht noch länger? War mal ein cooles Ding, danke dir! Test? Heimelwasser ist ein Parcours. Grüß mich in der Aufnahme 5 Sekunden lang. 5 Sekunden lang soll ich dich grüßen? Ey, wie Niklas, ich habe dich doch gerade schon gegrüßt, oder nicht? So, Heimerbosser und die anderen, ein Tipp. Was steht da? Rollen, Pfeil und rechts. So, ist das echt so? Muss man so machen? GG, Mann. G fucking G. Muss ich das echt so machen? Oh, oh, oh! Oh, komm! Komm hier durch! Nice!
Crazy Level auf jeden Fall. Ja. Und? Lass mich da durch. Nein. Nein. Bitte, bitte. Ich will nicht sterben. Nein, das war's. Oder können wir es noch irgendwie kaputt machen? Woo! Hier noch hinbekommen. Sehr geil. Und? Ich will ein Ziel. Ja, Mann. Ey, das war aber strange, aber geil. Hat mir gefallen. Loser Invisible von Ich bin ein Baum. Hoffe du, ihr habt Spaß. PS, wäre toll, wenn ihr mein Level nicht runtervoten würdet. Kann ich, wie gesagt, gar nicht. Würde ich auch nicht tun. Was? Was? Absolut, die verschwinden einfach. Okay, einfach. Einfach durch. Wird nicht lang geschnackt. Da wird nicht lang geschnackt. Ich brauche ein bisschen mehr Speed. Jump! Woo! Und dann verkackt er da. Ganz ehrlich, warum halt mein Zimmer denn eigentlich so? Bam. Yo, die Tricks, man, sind real! Oh Mann, und da verkacke ich da, ne? Oh! Concentrate, my Bossa. Oh Gott! Ist das dein Ernst? Oh. Okay, so sollte es auch nicht sein. Und jetzt aber. Und rüber. Ja. Oh nein. Aber das Level ist cool. Ist echt anspruchsvoll. Ich benehme mich hier einfach gerade wieder so ein bisschen wie ein Trottel. Ja. Oh. Aber wenigstens hat Timmy auch noch erwischt. Schrägstrich Deko. So. Aber ganz ehrlich, bis dahin müssen wir doch jetzt easy kommen, oder? Das, ja, komm. Mal rein hier. Endlich haben wir's. Nein. Oh, ich wollte schon sagen, nicht die Miley wieder. Und nein. Jetzt kommt er. Bam. Und jetzt. Ey, wie geil habe ich das abgetimt. Eine Millisekunde, wirklich. Eine Millisekunde. Rüber mit dir! Oh, war das knapp. Okay. Hier Gas geben. Hier warten. Zurück. Und wieder rein. Was die Leute für Möglichkeiten haben hier überhaupt. Das finde ich echt cool. So, da kommt er. Und zurück. Da kommt er. Und zurück. Was? Ich hab's geschafft, Mann! Boom! Hat mir richtig viel Spaß gemacht. War richtig cool. So, ein Level machen wir noch. Oder hatten wir das schon? Hallo, Spieler, bestehen mein Quiz und beantworte alles richtig. Beantwortest du eine Frage falsch, wirst du harponiert. Schauen wir mal eben. Welcher Wagen ist schneller? Also, es wird jetzt die letzte Map sein. Oh, das müsste ich eigentlich wissen. Ach komm, der T20 ist doch bestimmt schneller, oder? Wer zockt mit den Losers GTA 5? Maps. So, da müssen wir da hinten hin. Das ist ja für mich noch... Ey, da wollte ich nicht hin. Ja, hier wollte ich hin. Von wem ist dieses Level? Nein! Da, ganz ehrlich, da wollte ich gar nicht hinspringen. Please! Warte mal, das will ich jetzt aber nochmal... Knappes Ding. Da hinten hin. Wie kann man da denn sterben? Wir wissen noch die Antworten. Ich will nur wissen, ob das gewollt ist da hinten, oder? Ja. Oh. Oh. Du. Peace! Du willst doch nur, dass ich sterbe! Ah, okay, so. Wer ist der beste YouTuber der Welt? Das ist Geschmackssache. Aber... Mabossa ist Affen mega geil! Wie viele Abos haben die Luas aktuell? Das dürfte. Oh, das ist aber ziemlich aktuell, das Level! Das dürfte. Hier sein. Bitte öffnen Sie sich. Sesam, öffne dich. Luke, öffnen. Nein, jetzt macht er das Spagat. Was soll ich jetzt machen?
Los! Ja! Das Bein! Das Bein! Ja, reiß es ab! So, wer macht täglich Level für Mabossa? Da bringst du dich aber schön selber noch mit ein. Gefällt mir aber. Super geil von dir. Danke dir, Loser-Fan. Danke auch allen anderen Muchachos, die sich die Mühe gemacht haben, um wieder Level für mich zu machen. Ich werde sie versuchen, wirklich alle zu zocken. Ich würde mich freuen, wenn ihr den Daumen nach oben da lasst und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Reingehauen.